Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Beim letzten Mal sind wir hier im neuen Lager angekommen und ich muss euch gestehen, das, was wir jetzt spielen werden, das habe ich schon mal aufgenommen, nur leider hat irgendwie mein Programm rumgesponnen und meine Stimme wurde wunderbar aufgenommen, der Ingame-Sound auch, allerdings kein Video, da war das komplette Bild einfach schwarz und ich habe es nicht gefixt bekommen. Und jetzt in der letzten Testaufnahme hat es funktioniert. Da war ein richtiges Bild und ich hoffe mal, dass das jetzt auch so sein wird, dass wir jetzt hier vernünftig spielen können. Wenn nicht, dann, ja gut, dann werdet ihr das hier sowieso nicht sehen. Dann kann ich auch sonst irgendwas noch sagen, aber ist ja egal. So, wir wollen uns auf jeden Fall auf das Spiel konzentrieren. Und wir sind das letzte Mal von da hinten gekommen, den Berg hochgekraxelt und über den Damm gelaufen und sehen jetzt hier quasi den Hauptteil des neuen Lagers. Und wir sehen schon, es ist eine große Höhle mit vielen kleinen Hütten drin. Beziehungsweise, ja, kann man das als Hütten bezeichnen? Hütten sind für mich immer so Holzkonstruktionen und das sind ja eigentlich, ja, keine Ahnung, mit Lehm ausgekleidet oder so. Naja, egal, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, was haben wir denn da? Ja gut, der Erste, mit dem wir reden wollen. Na, hast du einen Namen? Nein, du bist nur ein normaler Bandit. Der Erste, mit dem wir reden können, ist nicht mal einer aus dem neuen Lager. Das fängt ja super an. Hi, wie geht's dir denn? Wer bist du überhaupt? Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Baal Kagan. Der Schläfer sei mit dir. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Cor Kalom geschickt. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unsere Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wenn du das wünschst. Ich habe sehr gute Kontakte zu Cor Kalom und Baal Thyon. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Ja, schauen wir mal. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. Also ich denke mal, so das Kraut zu verteilen wird jetzt nicht so die große Herausforderung sein. Hier sind sicher genug Leute, die gerne etwas hier von dem Gras annehmen. Was haben wir denn hier? Ja, es gibt drei Sorten an Sumpfkraut in diesem Spiel. Wir haben einmal die günstigste ist der grüne Novize, dann etwas teurer ist der schwarze Weise und am teuersten und wahrscheinlich auch am besten, mit dem besten Effekt ist der Traumruf. Ja, und wir haben jetzt bekommen 10-mal grüner Novize. Kaufen möchte ich jetzt nichts von dem Zeug. Und die sollen wir hier verteilen. Und ich würde sagen, dann fangen wir doch einfach mal mit den Banditen, die hier rumstehen, an, oder? Die haben wahrscheinlich schon Kraut, weil sie direkt neben dem Typen stehen. Aber ist ja egal. Wir drehen ihn trotzdem was an. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir.
Tja, und wir kriegen auch noch Geld dafür. Also es ist, glaube ich, ein ganz gutes Geschäft für uns, das hier zu machen. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Okay. So, ja, wunderbar. 2 Stängel sind wir schon losgeworden. Dann gucken wir mal, ob wir den Rest noch loswerden. Und ein bisschen Geld einsammeln und so. Ich meine, wir haben jetzt schon 391 Erz plus 90 kommen dann nochmal dazu. Also so langsam können wir uns schöne Sachen kaufen. Das ist doch wunderschön. Psst. Hey, du. Wer? Ich? Genau du. Komm mal her. Ja, gleich. Aber erst muss ich hier noch ein bisschen Sumpfkraut loswerden. Du verstehst, oder? Vielleicht möchtest du ja auch einen Stängel haben? Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Jojo. So, Wedge. Was willst du denn von uns? Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Muss ich das? Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? So, Schleichen kann er uns beibringen, Schlösser knacken Stufe 2 und Taschendiebstahl Stufe 1. Das ist schon mal sehr gut. Falls wir uns nicht dem alten Lager anschließen wollen, sogar dem neuen, sondern dem neuen Lager, hätten wir hier schon mal einen Taschendieb, der uns noch weitere Tricks beibringen kann. Das ist natürlich sehr schön. Hm. Reden wir erstmal mit dem Magier hier unten. Kronos. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Setze sie mit Bedacht ein. Ich glaube, mit dem hatten wir schon geredet in der letzten Folge, oder? Die letzte Aufnahme ist ein bisschen weiter her für mich, deswegen... Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Weiß ich nicht mehr genau, was wir hier gemacht haben. Also ich bin mir sicher, dass wir mit den Leuten hier im äußeren Kreis noch nicht geredet haben, aber mit dem Magier, glaube ich, haben wir schon geredet jetzt. Hm. Naja, dann habe ich euch vermutlich auch schon den großen Erzhaufen hier in der Mitte gezeigt, ne? Also falls nicht, dann zeige ich ihn euch jetzt nochmal. Da, jede Menge Erz. Oh, geil. Tja, wenn wir das ganze Erz hätten, dann könnten wir vermutlich das ganze alte Lager damit aufkaufen. Dann werden wir der neue Erzbaron. Ja. Ja, das ist das Erz, das die Wassermagier brauchen, weil sie die magische Energie daraus nutzen wollen, um die Barriere in die Luft zu springen. Ich meine, ey, hallo? Ich möchte hier weg? Irgendwie hänge ich fest. So, jetzt. Ich meine, an sich ist das ja gar keine schlechte Idee, irgendwie hier raus zu wollen, so im Gegensatz zu den Leuten im alten Lager, weil ich meine, auf ewig wollen wir ja nicht hier in dieser Kolonie versauern. Ich komme gerade nicht hier hoch. Hallo? So, jetzt. Okay. Hm, Butch, vor dir sollen wir uns in Acht nehmen. Ach, reden wir doch einfach mal mit ihm. Vielleicht, der ist bestimmt gar nicht mal so schlecht. Nein. Hi, wer bist du? Was geht dich an Dreck an? Deine Fresse gefällt mir nicht. Sehr nett. Aber der tut uns sonst nichts weiter, immerhin. Ich versuche gerade, ihn nochmal anzuquatschen. Ah, okay, wir haben leider keine weiteren Dialogoptionen. Na gut, dann tauschen wir einfach, beziehungsweise geben noch etwas Sumpfkraut weiter. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. So, an den hier werden wir dann unseren 5. Stängel los. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür, hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. So, ja, dann haben wir schon 50 Erz eingenommen, die Hälfte der Stängel verteilt. Das ist schon mal sehr gut. Hm, wen haben wir denn hier? Einen normalen Bandit. Na gut, dann werden wir noch mehr Sumpfkraut los. Kann schon sein. Es ist halt so eine typische Quest von wegen, geh dahin und mach das und das und bring mir das oder verteile hier 10 von davon oder töte 10 von den Monstern oder was weiß ich, halt so eine Standardquest, aber
Eigentlich ganz gut eingebunden. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Und man sieht ja, es lohnt sich direkt. Wir kriegen jedes Mal 10 Erz hinterhergeschoben. Und das ist echt gut. So, dann haben wir noch 2 normale Banditen. Ich glaube, du... Wolf oder Wolf, je nachdem, wie man es ausspricht. Wer bist du denn? Ah, okay, das sieht so aus, als würde er ein Bogenlehrer sein. Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Da bist du bei mir genau richtig. Für gutes Erz bekommst du gute Ware. Das passiert mir nicht nochmal. Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Ah, okay. Also er handelt zwar auch mit Bögen, aber eigentlich baut er Rüstungen. Gut zu wissen. Ich möchte den richtigen Umgang mit dem Bogen lernen. Kann ich dir beibringen. Das ist aber keine Gefälligkeit, denn auch ich muss essen. Wie viel? Alles, was ich dir beibringe, kostet dich 50 Erz. Ich feilsche nicht. Ja, 50 Erz, vielleicht später. Wobei ich sagen muss, dass ich bisher in Gothic den Bogen eigentlich noch nie benutzt habe. Bis an einer Stelle im Spiel, wo man einen Bogen zwingend benutzen muss. Aber zum Kämpfen oder so habe ich den nie benutzt und auch keine Punkte rein investiert. Vielleicht ändert sich das ja jetzt in diesem Let's Play. Mal schauen. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Wie komme ich an Felle und Häute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Aidan. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Bradford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Auf dem Weg zum Austauschplatz. Ja, Bradford und Drax haben wir ja schon getroffen, ganz am Anfang. Und ich glaube, wir haben auch noch nicht gelernt, dass wir irgendwelchen Tieren die Sachen abziehen. Wir haben nur aus einem Buch gelernt, wie wir Blutfliegen den Stachel abnehmen. Aber den Rest werden wir sicherlich auch noch lernen, weil das ist gutes Geld, das wir da reinkriegen können. Und das mal eben so als Nebenbeute, wenn wir sowieso kämpfen müssen. Also... werden wir denn zu noch etwas anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Okay, was hast du so anzubieten? Also an sich nur Zeug, das wir nicht brauchen. Erz ist natürlich sehr gut. Die Blutfliegen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hatten wir das tatsächlich gelernt? Oder hatten wir das nicht gelernt? Oder habe ich das in der Aufnahme gelernt, die ich verkackt habe? Die ich jetzt hier nochmal mache. Ich bin mir gerade sehr unschlüssig. Gut, da können wir einen Kurzbogen kaufen. Moment. Ich muss mal eben nachschauen, ob wir das hier sehen können. Nein, da steht nichts. Und hier allgemeine Infos vielleicht? Nee, da sind nur Lehrer und Händler. Dann möchte ich mal... Moment, was war das? Achso, erfüllte Mission. Okay, okay. Dann möchte ich mal eben kurz speichern. So, einmal hier. Dann kaufe ich nochmal eben kurz das Buch und gucke nach, ob ich das wirklich schon gelernt habe. Weil sicher ist sicher. Handelst du noch mit was anderem? Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass ich das schon getan hatte. So, dann kriegst du einfach 3 Schwerter dafür. So, und dann solltest du ja in den Handel einstimmen, ne? Wunderbar. Dann gucken wir doch mal. Schriften. Die Blutfliegen. Okay, wir haben es doch tatsächlich noch nicht gelernt gehabt. Okay, wunderbar, dann haben wir das jetzt gelernt. Wird das jetzt angezeigt? Nein. Okay, ich dachte tatsächlich, dass ich das schon gelernt hätte. Komisch. Na gut, ja. Das ist eine Fähigkeit, die wir aus einem Buch erlernen. Und zwar aus diesem hier über Blutfliegen. Ich werde das mal eben vorlesen. Über die Fliegen. Dort aber, wo das Erdreich feucht und die Luft schwül ist, werden die Fliegen angelockt, vom rinnenden Schweiß aller Kreaturen. Mit ihrem Stachel töten sie ihre Opfer und laben sich an ihrem Blut. Den Stachel zu entnehmen, ist eine Kunst, die von vielen Sumpfjägern beherrscht wird. Schneide tief in den Unterleib um den Stachel herum mit gezackten Schnitten und entferne vorsichtig den Stachel mitsamt dem umgebenden Gewebe. Lass ihn ausbluten und streife das ungenießbare Fleisch ab. Ja... damit haben wir jetzt gelernt, wie wir Blutfliegen ihre Stachel abnehmen können, wofür auch immer man die brauchen kann. Auf jeden Fall können wir die gut verkaufen und das ist für uns erstmal die Hauptsache.
Und ich dachte eigentlich, wir hätten das im Sumpflager schon gelernt, aber da haben wir anscheinend nur gelernt, wie wir Minecrawlern ihre Zangen abnehmen. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass wir das gelernt haben. Aber na gut. So. Handel zu. Ich kaufe. Dann geben wir ihm das Buch mal wieder, denn das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben ja schon gelernt, was darin zu lernen war. Und wie viel Erz hat er denn? 212, ja? Dann geben wir ihm noch Schwerter. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, den Dietrich können wir noch nehmen. Das Erz nehmen wir komplett mit. Na komm. So, Dietrich. Jetzt hat er irgendwie noch 3 zu viel. Habe ich noch irgendwas im Wert 3, das ich verkaufen kann? Das ich jetzt nicht mehr brauche. Verschiedenes. Nee, leider nicht. Das ist jetzt doof. Wie sieht's hier mit Nahrung aus? Ist da irgendwas, was 3 wert ist? Ein Höllenpilz. Ach komm, der bringt... Oh nein, ich wollte nicht so viele da reinpacken. Ich wollte nur einen reinpacken. So. Ich meine, der heilt nur 6 Punkte. Und wert 3, warum? Ach, er müsste den Höllenpilz reinpacken. Ich bin ja auch dumm. Aber sonst hat er nichts, was mich interessieren würde. Essenz heilen der Kraft brauche ich noch nicht. Schnaps, Pfeile. Ach, weißt du was? Uns gibt mir einfach 3 Pfeile. Die können wir sowieso dann jeweils für einen zurückverkaufen. Das ist wie Erz. Da machen wir das einfach so. Oder müsste doch, Moment, wenn ich jetzt nochmal mit dir zurücktausche, dann müsste ich doch theoretisch... Genau. Wunderbar. Damit machen wir keinen Verlust. Dann können wir jetzt weitermachen. Es regnet. Schön atmosphärisch. Und der Nebel zieht hier rein in diese Höhle. Cool. Na gut. Dann wollen wir mal hier diesen beiden Banditen noch ein bisschen Sumpfkraut andrehen. Wir haben ja noch 4 Stängel. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. War nicht besonders schlau. Na, willst du keins? Ja, ich weiß. Du musst erstmal Wein trinken. Oder Reisschnaps. So. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Erstmal abwarten. So. Wunderbar, dann haben wir noch 2 übrig. In den Häusern sollte eigentlich keiner drin sein. Deswegen klettern wir einfach mal hier nach oben. Auf die nächste Ebene. Und ich glaube, hier um die Ecke war auch nichts mehr. Nein, wunderbar. Dann können wir jetzt ja hier diese Ebene noch abgehen. Da sind jetzt noch ein paar Leute. Unter anderem diese beiden Banditen, denen wir jetzt das letzte Sumpfkraut andrehen können. Waren auch noch 2, oder? Jawohl. Wenn du mal. Hier, Sumpfkraut. Willst du was? Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Jojo. Da frage ich mich gerade, ob wir die kostenlosen Rationen aus dem Sumpflager nehmen können. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Oh. Ich könnte dir helfen. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Ah, cool. Akrobatik für 10 Lernpunkte. Vielleicht gucken wir uns das später mal an. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was wir mit Akrobatik machen können. Und jetzt weiß ich nicht mehr, welchen Banditen ich Stängel gegeben habe. Nein. Naja, dann gehen wir zur Not nochmal woanders hin. Damit können wir, glaube ich, ein bisschen schneller laufen. Und wir können auf jeden Fall aus höherer Höhe runterfallen, ohne Schaden zu nehmen. Und ein bisschen höher springen, soweit ich weiß. Müssen wir zumindest so können. Gucken wir uns vielleicht mal an, wenn ich noch Lernpunkte übrig habe irgendwann mal. Dann werden wir Akrobatik auf jeden Fall lernen. Aber so aktuell... Oh, Bruce, wer bist du denn? Dich kenne ich, glaube ich, gar nicht. Hallo? Willst du nicht mit uns reden? Hallo? Wie steht's? Mann, wie soll's schon aussehen? Den ganzen Tag Reis fressen und darauf warten, dass sich eine Gelegenheit bietet, an Erz zu kommen. Dann kann man sich mal wieder richtig in der Kneipe mit Reisschnaps volllaufen lassen. Okay, cool. Das ist ein NPC, der genau die Standardunterhaltungsmöglichkeiten hat wie so ein normaler Bandit. Aber der hat einen Namen. Komisch.
Der ist mir vorher noch nie aufgefallen, weil ich eigentlich nie in diese Hütten reingucke. Da sollte im Normalfall auch keiner drin sein. Mysteriös. Na gut. Schauen wir mal. Sharky, wer bist du denn? Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Nein, 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 das ist meine Frage. Willst du ein bisschen hier Sumpfkraut haben, hä? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Na gut, was hast du denn so? 25 Dietriche. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Und 250 Erz. Und Waffen. Moment, ich möchte mir erstmal die Waffen angucken, die er so anbietet. Ja, das sind ja erstmal die... Okay, das Stärkste, was er hat, ist eine verwitterte Axt. Die haben wir selber schon. Also bringt uns das nicht wirklich viel. Also sollten wir wahrscheinlich im alten Lager uns eine Waffe kaufen. Da sollten wir die besten momentan kriegen. So, wir haben ja noch ein paar Schwerter. Tausche ich die noch gegen Dietriche ein? Also erstmal so viel Erz hat er ja. Ja komm, dann holen wir uns noch 5 Dietriche. Ich sagte 5 Dietriche. Ja, man kann leider nur in 10er oder in 1er Schritten gehen. Und dann holen wir uns hier einmal das gesamte Erz, das er noch hat. So. Annehmen. Wunderbar. Tja, jetzt haben wir zwar leider keine Schwerter mehr, die wir verkaufen können, aber 923 Erz. Wow. Damit können wir schon so einiges anfangen. So. Am liebsten würde ich mir jetzt erstmal noch einen suchen, der Sumpfkraut annimmt. Ich glaube, das drehen wir Bruce an, oder? Weil mit dem haben wir definitiv nicht geredet. Das war ja ein Bandit da hinten. Oder ich gehe auf Nummer sicher und gehe doch woanders hin. Ach nein, komm, wir drehen das jetzt Bruce an. Und dann sollte das schon klar gehen. Oder einem von den Banditen? Ich weiß leider nicht mehr, welcher Bandit da stand. Ja, man soll nicht alles glauben, was man hört. Bla, bla, bla. Na, wo war er denn jetzt drin? In welchem Haus? Buster? Achso, du hast uns Akrobatik beigebracht, ne? Ich sehe hier in keinem Haus mehr Leute. Wo ist denn Bruce hin? Ist das ein Geist? Komisch. Sehr seltsam. Moment, stehen die beiden anderen vielleicht wieder da hinten? Wenn das der Fall wäre, dann könnte ich ja sicher gehen, dass ich... Nee, Moment, die standen ja hier, ne? Hier um die Ecke. Ach, das ist doof. Das ist doof. Ach komm, ich speichere mal eben. Dann kann ich einfach irgendeinem der Banditen hier das Sumpfgras geben. Sumpfkraut. Und dann testen wir einfach aus, ob das in Ordnung war. Und selbst wenn, woher soll er wissen, dass wir einem 2 Stängel gegeben haben, ne? Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Und ich glaube, ich sehe gerade Bruce da hinten schlafen. Könnte das sein? Bruce? Hallo? Tatsächlich. Der lässt sich von uns auch gar nicht stören. Du schläfst, oder? Moment. Das nutzen wir gleich nochmal aus. Ich lege mir mal eben einen neuen Speicherstand an. Na, komm. So. Und dann versuchen wir einfach mal, diese Kiste zu knacken und Bruce hier um seinen Hab und Gut zu bringen. Okay, das war falsch. Links, rechts. Okay, links, rechts. Wunderbar. Das Erz nehmen wir schon mal mit, ne? Und den Rest, ach ja, komm. Zur Not können wir es immer noch verkaufen. War jetzt zwar nicht viel und es hat uns einen Dietrich gekostet, aber... Naja. Wir haben einen ausgeraubt. Ist auch ein schönes Gefühl. Also, eigentlich ist es kein schönes Gefühl im echten Leben, aber so im Spiel ist es cool, wenn man sowas schafft. Wobei, das war jetzt keine wirklich große Herausforderung, weil Bruce hat uns vollkommen ignoriert. Na gut, gehen wir erstmal hier zu Baal Tyron? Tyrion? Nee, Baal Kagan, okay. Und sagen ihm, dass wir das Kraut verteilt haben. Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Ha, dankeschön. Also wir könnten jetzt natürlich das Erz nehmen, aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir schon so viel Erz haben, lohnt sich das für mich nicht. Da sind die anderen Belohnungen interessanter. Die Spruchrollen wären interessant, allerdings, weil die können wir ja gebrauchen, um einen anderen Baal auf uns aufmerksam zu machen. Weil den sollen wir ja mit Magie beeindrucken.
Allerdings können wir von einer anderen Quest auch noch Spruchrollen kriegen. Deswegen würde ich sagen, wir fragen ihn, ob er uns hilft, in die Bruderschaft aufgenommen zu werden. Ich weiß gar nicht, ob das unterschiedlich viel XP gibt, je nachdem, was wir wählen. Auf jeden Fall halten wir uns damit ja alle Türen offen und ich finde, das ist eine ganz gute Möglichkeit. Hilf mir, in der Bruderschaft aufgenommen zu werden. Deine Bitte ist bescheiden. Ich werde dir helfen. Hör gut zu. Baal-Tyon ist einer der niederen Gurus. So wie ich. Iberion hat ihn zu einem seiner Berater gemacht. Das ist ihm nicht bekommen. Er hält sich jetzt für so wichtig, dass er mit niemandem außer seinen Schülern mehr redet. Wenn du ihm das hier gibst, wird sich seine Zunge lösen. Aha, was hat er uns denn gegeben? Das ist ja sehr interessant. Ich glaube, genau. Präparierter Traumruf. Dieses Sumpfkraut hat eine weitaus stärkere Wirkung als normal. Es ist für gut den Guru Baal-Tyon bestimmt und es hat einen Wert von 200. Krass. Ich würde sagen, wir speichern nochmal eben und probieren jetzt aus. Ja, kann ich jetzt wieder hier speichern. Probieren mal aus, was für eine Wirkung dieser Joint auf uns hat. Genau, steck ihn dir mal an. So, was wird wohl passieren? Glitzersterne. Yay. Ja, und es knockt uns aus. Und der wird jetzt auch, ich glaube, eine Minute oder so hier nicht mehr ansprechbar sein. Also ich kann, ihr hört es wahrscheinlich. Ich hämmer hier auf der Tastatur und auf der Maus rum. Wir müssen jetzt leider warten, bis er wieder aufsteht. Ansonsten hat es keinen weiteren Effekt, sondern eben nur, dass wir uns hier hinlegen auf den Boden und nichts anderes mehr machen können. Gut, laden wir das Ganze mal. Oh, wir können sogar nicht mal speichern, während wir hier liegen. Krass. Ich wusste gar nicht, dass sowas das Speichern verhindert. Na gut. Aber wunderbar, cool. Dann haben wir jetzt Sumpfkraut präpariertes und können diesen einen Baal auf uns aufmerksam machen. Ich glaube, das war der, der direkt vor dem Tempel steht mit allen Schülern drumherum. Das ist doch schon mal auch gut. Vielleicht kriegen wir dafür auch noch mehr Erfahrungspunkte. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns doch mal an, was diese Banditen hier bewachen. Ich kann einfach durch, oder? Wo willst du denn hin? Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Ich will zu Laris. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Okay, cool, danke. Dum-di-dum-di-dum, was mit dir? Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Ja. Wir können ihm jetzt natürlich sagen, dass wir uns der Bande anschließen wollen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir sagen, dass Mordrak uns schickt. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier? Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen. Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Okay, danke, Roscoe. Ich glaube, den Ring hatten wir auch nicht angelegt, ne? Das war so ein, genau, das war ein Ring, der Geschicklichkeit bringt und das brauchen wir momentan einfach nicht. So. Hallo, Laris. Das ist also der Anführer der Banditen. Relativ spartanisch eingerichtet hier. Und viel, viel Zeug. Minecrawler-Suppe, Wein. Da oben sind ein paar Tränke, die ich gerade nicht anvisieren kann. Das ist ein Mana-Trank und ein Heiltrank. Hätte ich schon gerne, aber wenn wir das nehmen, dann werden wir angegriffen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen müssen wir auch gucken. Man sieht schon, wenn ich ein bisschen nach da gucke, dann ist der Wein anvisiert. Aber wir müssen echt aufpassen, dass wir Laris anvisieren. Weil sonst kommen wir echt in Schwierigkeiten. Na, wie geht's? Wer bist du denn? Ich will mich eurer Bande anschließen. So. Was hast du denn vorzuweisen? Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Ein wertvolles Stück. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber dass er dir den Ring gegeben hat, zeigt, dass er einiges von dir hält. Ich will, dass du zu ihm gehst und ihm etwas ausrichtest. Sag ihm, ich will jemanden im Sektenlager haben.
Die Bruderschaft plant irgendwas Großes. Ich will genau wissen, was da abläuft. Na, die wollen den Schläfer beschwören, oder nicht? Und eine große Anrufung machen. Das kann ich dir auch sagen. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Mordrak hat sich für dich eingesetzt, aber du bist noch nicht bereit. Erledige deine Aufgaben. Ja, jetzt stand da auch, benötigte Stufe für die Aufnahme 5 oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall braucht man Stufe 5, um im neuen Lager aufgenommen zu werden. Das ist in den anderen Lagern auch nicht anders. Da muss man auch tatsächlich Stufe 5 sein, bevor man da rein darf. Und das hat auch einen guten Grund, und zwar verschwinden die ganzen Aufnahmequests, wenn man natürlich sich einem Lager anschließt, und es geht einiges an Erfahrung verloren. Wenn man mit Stufe 1 sich einem Lager anschließt, dann hat man es doch relativ schwer, die Nachfolgequests zu machen. Aber mal schauen. Was kann ich denn noch machen? Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Klingt machbar. Allerdings müssen wir dafür in die Kneipe auf dem See. Und da kommen wir momentan noch nicht rein. Außer wir bestechen die Leute, aber da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Ich will mich verbessern. Tja, also er ist ein ähnlicher Lehrer wie Diego im alten Lager. Und zwar können wir bei ihm Geschick und Stärke lernen. Ist gar nicht mal so schlecht. Haben wir eigentlich Lernpunkte? Moment, das muss ich mal eben nachschauen. Stufe 3, wir haben tatsächlich 10 Lernpunkte. Und wir sind Einhänder ausgebildet. Ich glaube, jetzt ist der beste Zeitpunkt für uns, dass wir einmal ein bisschen unsere Stärke verbessern, oder? Weil ich meine, Einhänder sind wir ausgebildet, Schlösser öffnen sind wir ausgebildet. Taschendiebstahl lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Bogen möchte ich jetzt noch nicht machen. Wenn überhaupt. Zweihänder können wir noch nicht. Magie können wir noch nicht. Wir könnten Akrobatik lernen oder schleichen. Aber ganz ehrlich, wozu? Oder natürlich Tiere ausnehmen. Aber das machen wir später. Ich würde sagen, dann lernen wir erstmal ein bisschen Stärke. Das kann nie schaden. Na komm, ja komm. Ich muss erstmal rauchen, bevor der mich wieder anspricht. So. Ich will mich verbessern. Und nochmal Stärke. Ja, das geht so einfach. Wir drücken einfach drauf. Dann kommt ein Pop-up. Stärke plus 5. Und dann haben wir 5 Stärke. Jawohl, jetzt haben wir 25 Stärke. Dank des Rings der Kraft. Und können jetzt einige Gegner mehr erledigen als vorher. Allerdings sollten wir uns schon noch eine bessere Waffe suchen. Denn so eine schartige Axt hier wird uns tatsächlich nicht weit bringen. Ja. Na gut, dann haben wir jetzt einen großen Teil des Lagers erkundet. Was noch übrig bleibt, ist dieser Teil hier vorne, den ich absichtlich erstmal noch ausgelassen habe. Und den werden wir uns dann beim nächsten Mal genauer angucken. Ja, mal schauen, ob wir da alles schaffen, was wir da jetzt schon machen können. Und wenn wir das geschafft haben, ja, dann haben wir das neue Lager einmal erkundet. Dann gibt es noch einen Abschnitt, den wir uns da hinten, diesen Pfad entlang, anschauen werden. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir dann als nächstes machen. Dann haben wir mehrere Optionen. Wir können zurück ins Sektenlager oder ins alte Lager gehen, um da noch ein paar Quests zu machen. Wir könnten auch in die alte Mine gehen, um die Prüfung des Vertrauens zu machen, die Diego uns gegeben hat. Haben wir die überhaupt schon angenommen? Moment. Dum, dum, dum. Prüfung des Vertrauens. Jawohl. Da haben wir noch einige Sachen übrig. Wir können auch Taurus jetzt sagen, dass Mordrak weg ist, dass wir ihn aus dem alten Lager entfernt haben. Ich meine, wir haben ihn zwar nur hier hin begleitet, aber er ist nicht mehr da. Und damit haben wir die Aufgabe theoretisch erfüllt. Also mal schauen, was Taurus dazu sagen wird. Ja, naja. Aber wie das alles aussehen wird, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ach, schöner Sternenhimmel. Na gut. Dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.